Musiker machen Radio. Heute mit Sven Regener und Leander Hausmann. Ja, guten Tag dann auch. Nicht wahr? Hier sind Sven Regner und Leander Hausmann. Das wurde ja schon gesagt. Auch Tafkam, The Artist, formerly known as Müggelfilm. Ja. Ich bin ganz stolz, dass ich auch als Musiker angekündigt wurde. Ja, ganz zu Recht. Also das, unter den Mundharmonikaspielern Deutschlands eigentlich Nummer eins. Ne? Ja, aber auch nur, weil du so schrullig bist. Wir spielen ja nur Vinyl hier. Haben wir das schon gesagt? Dass wir hier die Vinyl, den Vinyl-Nerd machen. Wir spielen ja nur die Platten, die wir zu Hause gefunden haben. Oder Platten, die wir zu Hause zusammengesucht haben. Unter den Vinylplatten. Und ich habe viele auch von meinem Vater. Also als ich habe viele Platten geerbt und da sind einige von meinem Vater dabei, das sind die, die eigentlich zuerst stehen. Und da habe ich auch die meisten eigentlich von genommen. Die erste Platte, die ich überhaupt gekauft habe, war von Instaburg & Co. Die erste Langspielplatte, also mit 14 oder 15 von Instaburg & Co. Und hier ist das auch. Und ich glaube, das Stück heißt Wodka. Ne? Heißt das Wodka? Ja, das heißt Wodka, glaube ich. Das ist, ich glaube, nur Ivan Redroff-Verarschung oder sowas. Das ist ziemlich gut. Ich spiele die uncoolen Sachen und du spielst die coolen Sachen. Guter Kopf, böser Kopf. Wer ist der Gute? Das ja, ist die, Frage ist nur, ob die uncoolen Sachen nicht vielleicht dann doch die coolen Sachen sind. Und das ist das, was mir auch ein bisschen Sorgen gerade bereitet. Aber das ist auch das Unangenehmste eigentlich. Leute, die so extra so, die glauben, die könnten so uncool sein, damit sie wieder cool sind. Das ja, ist das gleiche Dilemma wie damals, als wir zusammen in High Alarm am Müggelsee spielten und du dir den Bart angeklebt hast. Da wusste ich, es wird schwer. Du hast gesagt, ich will auch einen Bart. Und dann hast du aber einen Monjou-Bart bekommen und ich habe mir einen Günter Grass-Schnauzer geben lassen. Und das war natürlich der Gewinner. Ja. Aber gegen Günter Grass-Schnauzer kommt man nicht an. Du bist alter Profi, du hättest das wissen müssen. Ja, ich weiß. Das wurmt mich auch noch heute. Diese Sendung, muss man sagen, also wir machen hier die freundliche Übernahme bei Radio 1 mit Sven Regner und Leander Hausmann. Diese Sendung lebt von äußerster Spontaneität. Wir haben Platten mitgebracht, von denen der andere nicht weiß und müssen also auch reagieren irgendwie auf das, was der andere tut. Das ist ja auch wichtig. Gleichzeitig wollen wir aber auch nicht zu sehr reagieren, sonst kriegt das sowas Beflissenes. Ne? Das ist auch unangenehm, sowas Kompetitives, möchte ich mal sagen. Das ist toll, wie du das gesagt hast. Ja, aber weißt du, was ganz tief bei mir sitzt, ich komme aus einer Zeit, wo man nicht einfach zugeben konnte, was man hörte. Da wurde man ja ausgeschlossen. Das waren ja harte Trennungen zwischen Pink Floyd-Fans und Doors oder so. Die Pink Floyds waren die Schwachmaten. Inzwischen höre ich Pink Floyd. Ja, aber und traue mich auch, das zuzugeben. Ja, aber das war eben, als wir dann 20 oder 15 oder 25 waren. Aber das sind wir ja nicht mehr. Ja, heute können wir das ja mal zugeben, wie die Sache wirklich gelaufen ist. Das merke ich auch oft, wenn ich in den Spiegel schaue. Kann man eigentlich sagen, dass du der größte Bob Dylan-Fan überhaupt bist auf der Welt? Das würde ich so nicht sagen. In den Top Ten bist du da. Ich glaube, der größte Bob Dylan-Fan ist Joshua Fischer. Woher weißt du das? Das hat er mir selbst erzählt. Ehrlich? Ja. Bist du ein Kumpel von Joshua Fischer? Er hat auch den Vorteil, dass er die Texte versteht. Ja gut, aber oder das den ist Nachteil, ja das. Ja, je nachdem. Das aber echt, hast du dich mit Joshua Fischer über Bob Dylan unterhalten? Ja, bei einem Geburtstag bei Jasmin Tapper dabei, aber jetzt auch genug mit dem Boulevard. Beim Geburtstag von Jasmin Tapper dabei? Ja, 131 ist das Exemplar von 500 gepressten Bootleg-Platten, wobei ich nicht genau weiß, was mir das nutzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man diesen Bootleg-Leuten trauen kann, wenn sie ihre Platten nummerieren. Ja, weil ich glaube, es ist tierisch wertvolle Platte ist. Meinst du, glaubst du schon? Ja, ich wäge mich halt. Ich glaube, das ist meine Rente. Ja, aber ja, du bist aber, also wer sich dafür interessiert und entsprechend hohen Betrag bieten möchte, kann sich ja melden, ja. Also wenn das Lied jetzt hier verklungen ist, ist die Sache vorbei. Und wir sagen deshalb jetzt schon mal auf Wiedersehen, nämlich ich bin Sven Regner und du und bist Leander Hausmann und ja, tschüss. War die freundliche Übernahme. Einen schönen Tag und noch einen schönen Abend. Macht nur so weiter. Radio 1. Radio 1. Die freundliche Übernahme. Musiker machen Radio.